Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Also, hier ein kurzes Video. Wir bekommen ja morgen zwei neue Units und wir wissen eh schon eigentlich alle, wer das sein wird. Aber hier nochmal in den News wird es auch noch gezeigt und das Interessante ist, jetzt sehen wir sogar die Farbe. Also, hier können wir sehen, der neue Vegetto, der sich in den Super Saiyan verwandeln kann, hat die Farbe Gelb, was auf jeden Fall sehr krass ist, weil es hat Fusion sowas von gefehlt. Und der neue Broly, der kommen wird, hat die Farbe Blau. Beim Super Vegetto bin ich mir so oder so sicher, er ist auch noch ein Transforming Unit. Er wird sehr stark in Fusion sein. Ohne das Kit zu sehen, er kann gar nicht schwach werden, seien wir mal ehrlich. Bei Broly bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Weil für Movie haben wir schon eigentlich einen sehr starken blauen Charakter. Vielleicht sogar zwei, kann man theoretisch sagen. Und für Saiyajin würde Broly, glaube ich, auch nicht genau reinpassen, weil wir da auch sehr gute blaue Units haben. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Hier kann man sehen, es wird auf jeden Fall ein 4-Stunden-Update sein bei PvP, weil es kommt ja die neue Season, Summons, es kommt der neue Banner und Shop-Update. Und ich schätze mal, da kommen einfach die Sales. Da wir auf Twitter jetzt nähere Informationen zu den Charakteren bekommen haben, würde ich mal sagen, schauen wir uns das erst einmal an. Wir fangen mal mit Broly an und naja, zu Broly kann man ehrlich gesagt gar nichts sagen. Das Einzige, was hier steht, ja, die grüne Karte kann entweder einen Dragon Ball klauen oder kann die Statuswerte vom Gegner entfernen. Also, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal sein Video dazu an. Habe ich eh schon bei einem anderen Video mal gezeigt, aber jetzt sehen wir es mal, ohne dass irgendwelche Leute darauf reagieren, sondern einfach nur komplett das Gameplay. Again. Also das ist auf jeden Fall der Broly, die meisten haben es eh schon gesehen. Ja, und hier sieht man eigentlich eh gar nichts, nur die eine grüne Karte. Okay, das ist die grüne Karte, hat einen Blast Armor, was auf jeden Fall sehr geil ist, und hier wird ein Dragon Ball geklaut. Das Gute, was man sehen kann, nach der grünen kann man direkt eine Combo starten. Und hier ist Special Move, aber zu dem wird auch nichts gesagt. Und ja, das war es eigentlich eh schon zum Broly gewesen. Wie man sehen kann, sehr simpel aufgebaut. Das einzige Interessante ist, denke ich mal, seine grüne Karte, die er benutzt hat, weil es hat Blast Armor und man kann eine Combo hinterherhauen. Ziemlich nice. Also, man kann easy einfach nach der grünen Karte Strike oder Blast oder Special Move wählen und es wird alles trotzdem treffen. Der Gegner kann nicht ausweichen. Also Leute, dann wären wir hier beim Super Vegeto und der sieht um einiges besser aus. Ich erkläre euch mal kurz, was da steht. Bei seiner Main Ability bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was gemeint ist, weil mit seiner Main Ability verwandelt er sich. Okay, da steht aber noch dabei, er zerstört seine Hand und zieht 4 neue Karten. Aber ich glaube, dass mit seiner Hand zerstören und die 4 neuen Karten ziehen, ist eher die zweite Main Ability, wenn er bereits verwandelt ist. Weil wenn das alles auf einmal wäre, dass er sich verwandelt, seine Hand zerstört und die Karten zieht, dann würde es mich interessieren, was denn die andere Main Ability wäre. Deshalb denke ich mal, hier haben sie es einfach nur geteilt. Verwandlung, die erste Main Ability, Karten zerstören und 4 neue Karten ziehen, die zweite Main Ability, also so wie bei dem Transforming Trunks. Und was da noch dabei steht, wenn er sich verwandelt, bekommt er Buffs, die nicht gecancelt werden können. Also die können nicht durch Fähigkeiten vom Gegner entfernt werden. Ziemlich geile Buffs, das sind ja immer die geilsten Buffs, die es eigentlich gibt. Sein Special Move, also das werden wir eh gleich beim Showcase sehen, macht sehr viel Damage. Und Leute, was ihr gleich sehen werdet, sein Special Move, das hat man beim Showcase vorhin nicht gesehen gehabt, hat Blast Armor, was auch sehr, sehr nervig sein wird. Aber dann schauen wir uns mal das Showcase an. Also hier ist es. Erstmal immer einen arroganten Spruch rauslassen, so wie es Vegeta immer macht. Immer wieder nice. Wie man sehen kann, aber Strike und so weiter halt kein Blast Armor, nur seine Special Move. Und logischerweise nicht diese Special Move hier, sondern wenn er sich verwandelt hat. Und zwar jetzt. Das sieht auch so geil aus, ganz ehrlich. Das ist auf jeden Fall seine grüne Karte. Wie man sehen kann, kann man danach auch eine Combo raushauen. Auch sehr wichtig. Und jetzt kommt es. Hier haben wir es. Ihr könnt sehen, Blast Armor. Und der Special Move sieht einfach geil aus. Und hier nochmal einen arroganten Spruch auslassen. Gehört sich halt. Dann, bevor das Video zu Ende geht, Leute, oben rechts auf jeden Fall noch abstimmen. Ich will sehen, wie viel CC ihr investieren werdet in diesen Banner. Also, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also, Leute, und ciao!